Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Lutschist für Juli. Und ich habe jetzt letzten Male nicht gemacht und aus zeitlichen Gründen, vielleicht hat man schon mitgekriegt, dass ich einige Videos und so auch gemacht habe und so. Und da bin ich halt mit Lutschist halt nicht so, ja, zeitlich irgendwie nicht dazwischen. Deshalb heute für Juli. Die Lutschist. Wie immer dementsprechend noch geschlossen. Ich habe nur wieder halt da nur aufgeritzt, damit ich das nicht hier machen muss. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. So, deshalb gucke ich jetzt nicht rein, sondern drehe es. Ich habe sonst immer tatsächlich in der Ansicht gehabt, dass ich das gesehen habe. Jetzt werde ich mal tatsächlich das mal ganz anders machen. Und werde einfach blind zugreifen. Ich hoffe, dass nichts oben drauf ist oder sowas dann. Okay. Also. T-Shirt. Wie immer. XL. Das, was ich anhabe, ist auch eins von vom Duchis. Ich weiß nicht, welcher Monat das war. Aber ich glaube, das ist sogar eine. Wo ich das auch auf Video habe. Fallout. So. Dann schauen wir uns doch mal an, was denn. Ich weiß überhaupt nichts, was das für ein Thema ist. Gar nichts, ehrlich gesagt. Deshalb gucken wir uns das mal an. Okay, das kann ich jetzt nicht ganz zuordnen. Aber das werden wir später sehen, was das ist. Ich hoffe, mein. Okay, kleiner Augenblick. Ich musste ihn ganz kurz mal sagen, dass er mir den Hinter, dass er mir den Stuhl nicht, auf Deutsch gesagt, den Stuhl nicht entfernt. Ja, das sieht scheiße aus, ne? Egal. Wir versuchen es. Achso, ich darf das nicht so nah ran haben. Deshalb macht er das. Okay. So, also dementsprechend das T-Shirt ist ja zu sehen dementsprechend. Was das für ein Thema ist oder was das dementsprechend ist, da kommen wir gleich zu zum Schluss. Wollen ja schauen, dann in diesen Heftchen, was da so drin ist. Ich habe übrigens die Lutschis Plus, ne? Also Dings. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch so haben. Sieht man das an einer Kamera? Nein, gut. Wäre schlecht, wenn ich das so aufmache in der Kamera und man das sieht. Gut. Was ist das? The X4 ist 2017. Ach du Scheiße. Lootcrate exklusiv. Was ist das? Das ist ein Stift? Ah, okay, verstehe. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass das ein bisschen wegkutschiert wird, aber das sieht man trotzdem. Ich glaube, da, das ist der Mulder. Und der gerade seine Bleistifte, das sind tatsächlich Bleistifte mit Radiergummi hinten. Ich mache die andere Seite mal auf. Die in der gleichen Größe sind, logischerweise. Ah, okay, die sind noch nicht mal angespitzt. Das ist natürlich blöd. ich hoffe, da ist gleich noch ein Anspitzer dabei. Weil ohne Anspitzer kann man nicht. Schreiben oder was auch immer man damit macht. Bleistifte. Okay. So, dann. Wollen wir mal schauen. Ich spüre eine Dose. Hot Dubious. Waste Wink. Tutti Frutti. Und das ist auch ohne Koffein, ne? Ja. Dementsprechend passt das dann schon.
Ich halte das mal ein bisschen mehr Richtung Dings, damit das nicht wegkaschiert wird. Das Video im Hintergrund übrigens, das ist eins der Game Vorschau für August, was ich gemacht habe, für August dieses Jahres. Kann man auf meinem YouTube-Kanal auch sehen. Zur Info. So. Und dann schauen wir mal, was da noch so ist. Okay, und wir sind die Figuren immer dabei. Game of Thrones, Nummer 79. Arya Stark. Das kann man wunderbar sehen, ne? Ja, tatsächlich. Müsst ihr das halt auf Vollbild machen bei YouTube. Genau. So. Ich werde das Video auch nicht so lange machen. Wir sind schon wieder bei echt 6 Minuten. Ich habe wieder so viel gelabert. Was haben wir denn hier? Super. Die Mitfigur. Was ist das? Okay. Achso, ist geklebt. Ich mach das mal kurz mal auf. Und guck mal, was das so ist. Was es überhaupt ist. Ich finde etwas viel Plastik immer wieder, leider. Okay. Ich glaube, das ist ja Transformers, ne? Ja. Das ist in diesem Fall Optimus Prime, was ich. Es gibt auch Bumblebee und Jazz. In diesem Fall ist das Optimus Prime. Der Boss der aller Bosse. Von der guten Seite natürlich. In einer sehr kleinen Ausführung. In Wirklichkeit ist er viel größer. Aber ihr kennt ja die Filme. So. Na, geh wieder zu. So, wie ich auch schon mal sagte, in Streams und so von Twitch werde ich auch manchmal dann dementsprechend natürlich auch Giveaways. Aktuell streame ich zurzeit nicht. Ich bin gerade ein bisschen am Umstrukturieren. Und will mich überwiegend auf ein Spiel teilweise nur noch konzentrieren. Und da muss ich noch ein paar Items und Dings und so. Muss noch einiges da machen. Da wird es noch eine Weile dauern, bis ich tatsächlich wieder auf Twitch dann auch streame. So. Was haben wir hier? Das sieht mir nach einer Decke aus oder sowas. Nee, Marvel. Willows. Keine Ahnung. Badetuch ist das. Ja. Wenn man da unter mal das lesen würde, aus 100% Baumwolle. Badetuch 70 mal 140 cm. Hey, cool, dann kann ich das ja mal für mein Bad nutzen. Cool. Das gibt's nicht. Als Gefühl. So. fühlt sich leicht an. Ich glaube, da ist nichts mehr drin. Kann ich wieder umdrehen. Ist tatsächlich nichts mehr drin. Bis auf die, was ich natürlich nicht blind rausfischen konnte, schon wie es aussieht. Bis auf die Postkarte. Postkarten sind ja immer dabei. Sieht auch ganz, wie die Frauen jetzt so sagen würden, süß aus. Daraufhin ist gerade meine Katze aufgesprungen. Das hat sie wahrscheinlich verstanden, weil das hier ist ja auch eine Katze. Ah ne, die geht nur futtern. So. Jetzt schauen wir mal. Was denn, was so ist? Din, also.
Vorstellung Team. Übrigens, da ich ja das letzte Mal ja auch nicht gemacht habe, war ja gestern im Juni das letzte Mal dementsprechend. Das sieht man da nicht, hier unten. Okay. Das ist schlecht. So. Da unten. Also unter anderem dementsprechend auch das mit dabei. Wie man sieht, habe ich kein Greenscreen, sonst würde das jetzt durchsichtig sein. Also das läuft alles per Software. Habe ich das hier, war das auch drin? Das kam mir ganz recht. Ich habe es nur aus Flaschen halt getrunken und ja, hygienisch ist das dann auch nicht unbedingt dann. Nach einer Zeit, wenn man das aus Flaschen, dann muss man ja die Flaschen wechseln und das ist wieder Plastikkram. Auch wenn man es natürlich abgibt, aber naja. So, dann ist hier noch ein Puzzle mit dabei. Poster, ein Puzzle. So. Jetzt gucken wir mal das T-Shirt. Ach, Final Fantasy, hätte ich mir eigentlich doch denken können. Genau. So, Marvel Strandtuch. Autobots, genau, das hatten wir. Agent Mulder Hobbys. Sind nebenbei aufklären, bla bla bla. X-Akten seine Stifte in die Deckplatten zu werfen. Wir haben einige für dich eingesammelt. Aha. Okay. So, die Karte ist zum kleinen Muskelkater. Aha. Hier ist dieses und weitere Motive findest du als T-Shirt in unserem neuen Shop. Aha. t-nerz.de. Jetzt machen wir mal trotzdem ein bisschen unbezahlte Werbung. Und ist auf jeden Fall ja. Also gerade umhauen tut mich das nicht. Das ist gut, das Badetuch, das ist das T-Shirt klar, das ist nicht schlecht dementsprechend. Ja, aber es ist halt immer Geschmackssache, ne? Das sind halt Überraschungsboxen, wenn man es so will. Und das ist halt eine Geschmackssache, was das angeht. So, ach so. Was ist denn als Plus dabei? Was gehört zur Plus? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ah, okay. Das ist halt die. Die gehört zur Plus-Version. Genau. So. Dann haben wir es mal für heute mal wieder geöffnet. 12 Minuten wieder. 13 Minuten. Ja, dann lasst gerne mal ein Like da und wenn es euch gefallen hat, gerne auch auf den Button Abo drücken. Da ich dieses Video nicht schneide, dementsprechend auch, kommt auch keine Dings und so. Kommt eigentlich sowieso bei mir ka eigentlich kaum, weil ich das nervig finde. Und als Zuschauer, wenn das immer wieder kommt, dieses Abonnieren. Dingser, Bumser. Klar, jeder Zuschauer weiß, dass man einen YouTube-Kanal abonnieren kann. Da braucht man keine Aktionsgeschichten eigentlich. Aber naja, was soll's. Vielleicht bräuchte es ja auch eine. So, das Video im Hintergrund, wie ich schon sagte, das ist vom aktuellen Video, von dem findet ihr auch in den Playlists unter News. Für den August, was so alles für Games, überwiegend Indie-Games und was erwartet wird, entsprechend rauskommt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns sicherlich das nächste Mal. Natürlich werden ja noch weitere Videos jetzt, nicht nur Lucis kommen natürlich, logischerweise. Wie ihr gemerkt habt, wird mein Videokanal, mein YouTube-Kanal etwas voller, was die Videos angeht, sehr breit an Themen entsprechend. Ein Trainsimulator, das wird immer wieder was Neues kommen. Ich habe ja normalerweise gesagt, alle 2 bis 3 Tage, aber aktuell klappt das nicht so. Auch weil ich dementsprechend ja auch, wie ihr gemerkt habt, auch andere Videos noch einstelle. So, dann danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Also. Bis dann und
Bleibt nicht so lange auf dem Sofa hocken.